Na Luca, wie alt bist du jetzt eigentlich? 13. Und noch 5 Jahre, dann bist du 18, dann kannst du einen Führerschein machen. Willst du mal ein Auto fahren? Ja, auf jeden Fall. Und was für eins? Verbrenner oder Elektroauto? Ja, kommt drauf an, was ich mir bis dahin leisten kann. Also in 5 Jahren, dann haben wir es 2024. Also wenn du noch 6 Jahre wartest, also 6 Jahre länger, das heißt bis zum Jahr 2030, da wird kein Weg am Elektroauto vorbeiführen. Ob du dir das leisten kannst oder nicht. Wusstest du das? Nein, es ist mir neu. Ja, das erkläre ich euch jetzt mal. Ja, hallo, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ihr habt richtig gehört. Ich möchte heute mal über das Thema Verbrennerverbote sprechen. Viele Leute haben das irgendwie gar nicht im Bewusstsein, aber in den Medien werden die Schlagzeilen immer häufiger. Gerade heute hat die Bild-Zeitung Bild Online wieder getitelt, Schweden verbietet Verbrennerfahrzeuge ab 2030. Und Schweden ist da auch nicht alleine. Also in ganz Europa sind viele Länder inzwischen dabei und haben einen Ausstiegstermin für die Verbrennertechnologie festgelegt. Sei es als Absichtserklärung oder sogar schon als Gesetzesbeschluss. Hier ist die Liste. Norwegen ist ganz vorne dabei natürlich im Jahr 2025, wobei Norwegen nicht per Gesetz die Verbrenner verbieten möchte, sondern Norwegen möchte Anreize schaffen, dass das von ganz alleine passiert, dass sich in spätestens 6 Jahren das mit den Verbrennern im Land erledigt hat und die sowieso keiner mehr kauft, weil Elektroautos so viel günstiger, effektiver und günstiger im Unterhalt sind. Das ist in Norwegen ja heute schon so, weil Norwegen ist im Prinzip das Musterland der Elektromobilität weltweit. Die Niederlande wollen bis zum Jahr 2030 auf Verbrenner verzichten, Irland bis zum Jahr 2030, Island bis zum Jahr 2030, Dänemark bis zum Jahr 2030, Schweden jetzt bis zum Jahr 2030, dann gibt es noch Frankreich bis zum Jahr 2040 und England ebenfalls bis zum Jahr 2040. Und Achtung, China selber, also das Riesenland China, hat gesagt, auch bis 2030, ist jetzt nicht Europa, genauso wenig wie Indien, die auch gesagt haben 2030, und Israel, die auch gesagt haben bis zum Jahr 2030, und Taiwan, die gesagt haben bis zum Jahr 2040. Also das heißt, in 11 Jahren werden in Europa 10 Länder heute schon per Beschluss auf Verbrennungsmotoren verzichten. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht dran vorbei. Die Elektromobilität muss bis dahin, ja, sie muss bis dahin massentauglich geworden sein. Ja, wie macht es denn Norwegen? Norwegen hat Anreize geschaffen, damit die Leute weniger Verbrennerautos kaufen und es funktioniert. Denn wenn man zum Beispiel so ein E-Golf kostet in Norwegen 5.000 Euro weniger als ein normaler Benziner-Golf. Wie schaffen die das? Die Regierung hat gesagt, Elektroautos werden zum Beispiel schon mal von der Mehrwertsteuer befreit. Dann kann man die kostenlos laden im Land. Dann dürfen die in den Städten die Busspuren benutzen. Die können kostenlos parken in den großen Städten. Und die zahlen auch noch weniger Kfz-Steuer. All das zusammen schafft so viele Anreize für die Autokäufer, dass im Prinzip immer weniger Leute Verbrennerautos kaufen. Und so ist zum Beispiel in Norwegen fast jedes zweite Auto mittlerweile ein Elektroauto, was neu zugelassen wird. Gucken wir uns doch mal Oslo an, als Hauptstadt von Norwegen, die im Prinzip eine ähnliche Struktur hat, die Stadt wie Bremen. Bremen hat zum Beispiel 600.000 Einwohner. Oslo hat ungefähr 680.000, 690.000 Einwohner. In Oslo sind ungefähr 300.000 Pkw zugelassen, genauso wie in Bremen ungefähr 300.000 Pkw zugelassen sind. So, aber jetzt kommt der Unterschied. In Oslo sind 50.000 Autos davon Elektroautos. In Bremen sind, Achtung, 446 Autos davon Elektroautos. Ich habe jetzt nicht die 1.000 vergessen, nein, 446 Elektroautos sind in Bremen, im Land Bremen zugelassen. Ja, in Norwegen sind diese Autos 17% des Pkw-Bestandes der Stadt. In Bremen sind es 0,15% des Pkw-Bestandes in der Stadt. In Oslo gibt es 1.300 kommunale Ladestationen. In Bremen gibt es ungefähr 127 öffentliche Ladestationen. Kommunale, also die der Kommune gehören, null.
Aber Bremen hat hier trotzdem die Nase vorn, denn in Bremen kommen auf eine Ladestation nur 3,5 Elektroautos. Beziehungsweise 1,75 pro Ladepunkt, weil eine Ladestation hat ja meistens 2 Ladepunkte. In Oslo sieht es doch ein bisschen schlechter aus. In Oslo sind es 38,5 Autos pro Ladepunkt. Ja, das ist auch der Grund, weswegen Oslo gesagt hat, oh, liebe Leute, kauft mal im Moment lieber keine Elektroautos, denn wir kommen mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht hinterher. Ja, in Bremen ist das natürlich noch paradiesisch im Moment. Aber ich meine, Deutschland will ja auch irgendwie, hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, eine Mobilitätswende zu schaffen. Das Jahr ist bloß noch fraglich. Die Grünen sagen, wir wollen auch im Jahr 2030 auf Verbrenner verzichten. Da wird halt geschrien, das ist doch völlig illusorisch und das geht gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Was mit den Arbeitsplätzen und so weiter und so weiter. Kann ich auch gut verstehen, denn diese Länder, die jetzt bis zum Jahr 2030 sich entschieden haben, Verbrenner zu verbieten, was haben die denn für eine Pkw-Dichte, beziehungsweise welche Neuzulassungen pro Jahr haben die denn? Und wohlgemerkt, das Verbrennerverbot gilt natürlich nur für die Neuzulassungen, nicht für die Bestandsfahrzeuge. Das heißt, die, die auf der Straße sind, dürfen natürlich weiterfahren, solange wahrscheinlich, bis sie Schrott sind oder bis irgendwann ein Gesetz rauskommt. Ich glaube, das ist auch schon im Gespräch. 20 Jahre später, also im Jahr 2050, dürfen die dann nicht mehr fahren oder müssen eine Sondergenehmigung bekommen, sowas wie historisches Luftverschmutzungsgerät. Und das Benzin gibt es dann wieder aus der Apotheke. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass in Deutschland pro Jahr ungefähr 3,4 Millionen Autos neu zugelassen werden. Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, diese Neuzulassungen, 3,5 Millionen rund, sagen wir mal, die sollen dann plötzlich nur noch elektrisch fahren. Da muss erstmal das Angebot an Elektrofahrzeugen hochgefahren werden. So viele Fahrzeuge müssen erstmal im Markt verfügbar sein pro Jahr, alleine für Deutschland. So, im Moment sieht es in Deutschland nämlich ganz anders aus. Da gibt es in Deutschland rund 85.000 reine Elektroautos. Das sind noch nicht mal 0,2% aller Pkw. Und davon gibt es 47 Millionen in Deutschland. So, und in Deutschland gibt es aktuell ungefähr 37.000 Ladestationen mit 114.000 Ladepunkten insgesamt. Also es ist pro E-Auto 1,25 Ladepunkte. Das heißt, es gibt sogar mehr Ladepunkte, als es Elektroautos gibt. Man kann sich das quasi aussuchen. Man hat immer mindestens einen frei auf die Fläche gesehen natürlich. Paradiesische Zustände. Aber mit der geringen Elektroautodichte ist das ja auch kein Wunder. Aber wir wollen ja nach vorne. Denn der Verkehrsminister Scheuer hat ja gerade erst verkündet, vor ein paar Tagen, er will bis zum Jahr 2030 Ladestationen für 10 Millionen Elektroautos installiert haben. Also er sagt, er will im Jahr 2030 10 Millionen Elektroautos in Deutschland haben. Also wir erinnern uns, die Bundesregierung im Jahr 2010 war es, glaube ich, hat ein Ziel verkündet, im Jahr 2020, das ist in 6 Monaten, möchten sie 1 Million Elektrofahrzeuge in Deutschland auf der Straße haben. Okay, wir haben noch 6 Monate und wir haben jetzt 87.000. Nee, was habe ich gesagt? 85.000 rund. Das ist eine kleine Differenz. Also wenn wir diese 85.000 oder diese Steigerungsrate von 2010 bis heute, das ist ja so eine Kurve, die Elektroautos, die Neuzulassung steigen ja auch jedes Jahr ein bisschen. Und wenn man diese Punkte mal auf eine Kurve einzeichnet, das ist sowas wie eine Exponentialfunktion. Momentan ist sie noch sehr weit unten, das heißt der Anstieg jedes Jahr ist sehr gering, aber jedes Jahr steigt der Anstieg immer weiter hoch. Und wenn man diese Kurve weiterführt, auch exponentiell, dann kommt heraus, dass im Jahr 2026, da haben wir die 1 Million Fahrzeuge erreicht. Und jetzt hat gerade die Bundesregierung das Ziel von 2020 revidiert, haben gesagt, ja, das schaffen wir nicht. Jetzt sagen wir, das ist im Jahr 2022. Aber selbst das ist illusorisch. 2022 werden wir mit der aktuellen Entwicklung, selbst wenn sie exponentiell steigt, diese 1 Million nicht auf die Straße kriegen.
Also wenn wir optimistisch sind oder auch realistisch sind, dann wird es 2025, 2026 soweit sein, dass wir 1 Million haben. So, und der Scheuer sagt jetzt im Jahr 2030, also 5 oder 4 Jahre später, haben wir schon 10 Millionen. Also eine Verzehnfachung in 4 Jahren. Das ist natürlich sehr, sehr sportlich. Aber gut, wer sagt denn, dass eine Regierung realistisch sein muss? Sie können ja auch eine Vision haben, ob sie nun wirklich eintritt oder nicht. Schadet ja erstmal nicht, das zu verkünden. Aber der Witz ist, Scheuer sagt 10 Millionen Elektroautos auf der Straße. Und dafür möchte er jetzt Ladestationen schaffen bis dahin. Ja, wie viel mögen das wohl sein? Und wieso will er die schaffen? Das machen doch sowieso immer irgendwelche privaten oder Energieversorger oder Supermärkte oder Möbelgeschäfte, was weiß ich. Aber die Bundesregierung selber baut doch keine einzige Ladestation. Auf jeden Fall, jetzt kommt's, die Zahl, die er genannt hat. Er spricht davon, dass es 300.000 Ladepunkte gibt. Für 10 Millionen Elektroautos? Ich meine, hallo? Was ist denn, was bedeutet denn das? Das bedeutet am Ende, das sind 0,03 Ladepunkte pro Elektroauto, wenn wir 10 Millionen haben. Ich meine, Vergleich heute 1,25. Wollen die uns jetzt irgendwie viel dumm verkaufen? Was, wie soll denn das funktionieren mit 10 Millionen Elektroautos und 0,03 Ladepunkten für diese ganze Autoflotte in Deutschland? Völliger Hirnriss, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt's. Ich meine, die Bundesregierung hat das Ziel, Elektroautos, Elektromobilität nach vorne zu bringen. Und vor dem letzten Autogipfel, da gibt's ja jetzt irgendwie wöchentlich quasi welche in Berlin, da kamen die von der CDU-CSU-Fraktion noch rum mit einem Vorschlag zur Rettung des Verbrennungsmotors. Wie wird es denn in der Praxis sein, wenn im Jahr 2030 Verbrenner verboten sein sollte? Es geht ja um Neuzulassung. Und Tatsache ist ja, dass die wenigsten Privatleute sich Neuwagen kaufen. Die meisten Neuwagen werden halt als Firmenwagen oder für gewerbliche Zwecke zugelassen. Und die meisten Privatleute kaufen sich Gebrauchtfahrzeuge. Also wird es weiterhin so sein, dass auch ab dem Jahr 2030 die Mehrheit der Autos auf der Straße immer noch Verbrenner sein werden. Und selbst wenn die Leute jetzt hierzulande auf Elektroautos umsteigen und die gebrauchten Verbrenner nicht mehr gekauft werden, die verschwinden ja nicht einfach von der Straße. Das heißt, gebrauchte Verbrennerautos werden dann billig irgendwohin exportiert, wo das alles keine Rolle spielt. Nach Asien, nach Afrika, nach Russland, in sonst wohin, keine Ahnung. Irgendwo auf der Welt werden die weitergefahren, solange bis sie auseinanderfallen. Das heißt, im Prinzip ist diese Rechnung fürs Klima wahrscheinlich völlig irrelevant. Und das ist das, was mich eigentlich sehr traurig macht, denn im Prinzip wollen wir Elektrofahrer doch eigentlich Elektroautos fahren, um dem Klima zu helfen, um das Klima zu schützen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber de facto, wenn man mal richtig ernsthaft darüber nachdenkt, wird das durch diese Maßnahmen so wahrscheinlich nicht eintreten. Schade. Ja, das war's für heute von mir und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen oder euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und kommentiert fleißig. Abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und Luca, du wirst dir wahrscheinlich eher ein E-Moped kaufen oder irgendwie so einen Roller in den nächsten 2-3 Jahren, wenn du 16 bist und dann erstmal erste Erfahrung mit der Elektromobilität sammeln, bevor es ein Elektroauto wird. Auf jeden Fall, aber ein E muss davor stehen. Das stimmt. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!